Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe hier auf unserem Kanal. Heute möchte ich euch mal zeigen, wie ich so wohne, wo ich lebe und... Oh yeah! Zeig bloß nicht meine Waden. Schön hast du es hier, Alex. Doch, gemütlich. Wir sind heute zu Besuch bei Alex, ich muss sagen. Angenehm, Badehose. Er hat uns auch da seine Gästezimmer fertig gemacht. Das ist der große Nachteil, du musst dein eigenes Zimmer zu Alex mitbringen. Wir machen einen schönen Angelausflug, wollte ich schon gerade sagen. Also wir verbringen die nächsten Tage hier an diesem See und versuchen hier ein paar Goldfische rauszuholen. So sieht's aus. Und Corby erklärt euch jetzt, was er da genau macht. Das ist mein Zielfernrohr und ich gucke, ob ich den Vogel einen mit der angelegten Munition treffe, bevor Alex hier abschießt. Hey. Ich baue jetzt meine Karpfenroute auf. Zeig mal, wie geht das? Du, da habe ich ehrlich gesagt auch noch gar keine Ahnung, weil für mich ist es die erste richtige Karpfen-Session, weil ich habe bisher in meinem Leben einen einzigen Karpfen gefangen. Echt? Deswegen Oha. Wird das für mich heute auch eine Premiere, obwohl ich ja schon ein bisschen länger angel. Aber Karpfen war nie mein Zielfisch. Wir werden euch heute in die große Kunst des Karpfenangelns einweisen. Also sind richtige Wasserschweine drin. Kommt da noch jemand, schöner See. Kann, oder? Ja, schöner. Ich mache gerade professionell. Schöner See, groß, mitten im Wald. Ungefähr 10 Hektar und Altbestand, denke ich, große Fische bis 20 Kilo. Mal gucken, was geht. Ziemlich tief, das ist ein Problem. Hier geht eine Sandbank rein. Hinten wird es ziemlich tief, deswegen müssen wir mal gucken, was wir heute machen. Aber ich denke, wenn ich gute Dinge, wir werden dicke Fische fangen. Also das ist meine eine Route. Das ist eine Rolle. Da ist mehr als ein halber Kilometer Schnur drauf. Den brauche ich auch, weil ich werde hier die ganz großen Fische fangen und diese Fische ziehen mir locker 400 Meter Schnur von der Spule. Ich glaube, so groß ist der Teich gar nicht. Wobei, wenn da einmal im Kreis schwimmt, dann passt es. Und ja, erstmal muss ich die Schnur durch diese Ösen hier fädeln. Das ist eine ganz schwierige Aufgabe, Alex. Für dich wäre das nicht, aber ich kann es ehrlich. Da bin ich ehrlich. Hola. Hola. Weißt du, was wir gerade machen, Alex? Nee, Sport. Jetzt. Wir machen eine Sportsuche. Ja. Ja, Hannes, sag mal, was ist das? Wie geht's denn da? Ich hab hier eine nach Kotze stinkende Pfanne. Wieso? Mais, Taubenfutter und sowas, was seit 8 Wochen ungefähr im Wasser vor sich hin gärt. Und übelst nach erbrochenem Stink. Ach du Scheiße, das riecht echt eklig. Boah, ne. Hab hier hinten Stellen für mich ausgemacht, wo ich gerne fischen möchte und das auch werde. Moin, bringt Spaß. Mal auf Maximum ausfahren, den Kollegen. Also den roten Halter hier, den Bangstick. Das ist ein Blitzanzeiger und elektronischer, also mit Funk. Der funkt dann zu meinem Zelt. Ich hoffe, dass er die Reichweite auch kann. Das muss ich dann testen gleich. Dieses Ding hier nennt sich Swinger. Der kann so schwingen. Mhm. Den hänge ich nachher an meine Schnur ein. Das zeige ich gleich mal. Und wenn dann der Fisch beißt, kann es ja sein, dass er von mir wegschwimmt. Dann ist alles gut. Wenn er mal auf mich zuschwimmt, dann wird die Schnur schlaff. Und dieses Ding hier funktioniert nur, kann ich auch mal kurz zeigen, warte mal. Und das funktioniert nur, wenn Bewegung ist, ne? Wenn sich was dreht. Wenn die Schnur schlaff wird, sprich der schwimmt auf mich zu, piept es nicht. Wenn ich aber so ein Ding drin habe, was die Schnur, wenn sie zu mir auf mich zukommt, nach unten zieht, dann rollt es wieder und dann piept es auch. Nennt sich Falbis. Und durch das Teil kann ich den dann auch bemerken, wache auf und renne hin und fange hoffentlich einen dicken Fisch. Mhm. Krass, ne? Ja, auf damit. Ich weiß, ich mach doch gar nichts. Also, ihr schläft jetzt euch schon. Ich mach doch gar nichts. Ich weiß nicht, wo du mir dieses Schiff noch gerne hinschieben möchtest. Uha! Ich hab eine Hängung! Die Schwerte drauf. Okay, le Köder ist fertig. Oui. Oui, le Köder. Le Köder. Da wäre es gut, aber ich glaube, es ist wieder überschlagen. Versuch, perfekt. Dahin? Also, du kannst die
mal. Wir können die auch schon mal einen Teil davon so ein bisschen andrücken, weißt du, dass die schneller anfangen zu arbeiten. Okay. Die Boilies, weil jetzt auf die Distanz können wir das. Nicht alle, aber so ein Teil. Mhm. Und jetzt gar nicht so auf eine Fläche, nicht unbedingt direkt auf meinen Köder, sondern ruhig so ein bisschen, naja, ein bisschen gestreut. Wir können ruhig da so ein bisschen weiter auch, dass der Fisch suchen muss, weißt du? Ein Teil davon andrücken, den anderen Teil nicht und dann rinnen damit. Ein Stück weiter raus, bitte. Drauf, ja, ja. Die liegen ja direkt vor meinen Füßen. Ja, super. Und jetzt nochmal ein Stück links. Ja, perfekt. Hammer. Top. Jetzt könnte man meinen, der Spot ist ja super. Direkt vor unseren Füßen. Ist er auch. Aber man glaubt vielleicht immer, ah, wenn du einen Fisch fangen willst, musst du ganz weit rauswerfen. Ist nicht immer richtig. Hier der Teich geht da hinten Richtung Mitte sehr tief runter, 18 Meter ungefähr tief. Und hier vorne, da vorne kommt so eine Sandbank hoch. Und genau da an der sogenannten Kante, Alex, an der Kante, da fischen wir. Immer hart an der Kante. Du kannst mal diese Kelle plus die blaue Tonne hier herholen. Doch, bitte. Nee. Doch, bitte. Ich film dich. Ich mach mal Kamera. Oh, nee. Oh Gott! Ey, das ist absolut widerlich. Und darauf stehen Fische. Offensichtlich nicht. Also ich würde es an deren Stelle auch nicht.